Ja, da seht ihr nun mein altes Mäuseroulette, mit dem ich 9 Jahre lang über die Erdenscheibe gefahren bin. Und ich möchte es deshalb auch noch in einem der Videos verewigen. Ich laufe jetzt mal einfach so ein bisschen drumherum und erzähle euch nachher dann auch noch kurz die Häuschen. Anfangen tut es wie im neuen Mäuseroulette auch mit der Kirche. Dann haben wir daneben die Kornkammer. Da ist jetzt etwas Schatten. Ich drehe das Ganze mal etwas. So, da haben wir die Kornkammer, dann das Wachhaus, die Schule der Zauberei mit dem Humpen drauf, die Taverne. Dann kommt das Badehaus, auch hier das Freudenhaus, die Stallungen, Schmied, Bäckerei, Fleischerei und die Käserei. Auch hier haben wir die Häuschen, die Fronten schön gestaltet. Außen fangen wir bei der Kirche an. Da gehen wir jetzt mal runter ins Mäuseroulette hinein. Die Kirche, ein eher schlichter Sakralbau. Ganz in Weiß mit Säulen und einem gemauerten Torbogen. Dann haben wir nebenan die Kornkammer. Dann das Wachhaus mit den vergitterten Fenstern. Die Schule der Zauberei. Die Taverne. Auch hier hat die Taverne schon die typischen Tavernenputzenfenster. Dann haben wir das Badehaus. Daneben das Freudenhaus, wo oftmals schon gesagt wurde, das wären Handtaschen. Aber wer hängt schon die Handtaschen außen an die Hausfassade? Die Stallungen mit dem Strohhaufen davor. Dann massiv gemauert die Schmiede. Die Bäckerei, auch schon mit einem Ofen dran. Die Fleischerei, ja, da wurde wohl davor im Hof geschlachtet, zumindest sieht es danach aus. Und hier noch die Käserei. Mit diesen Eindrücken vom alten Mäuseroulette verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Ein Kommentar freut mich natürlich auch immer. Gerne dürft ihr mir auch mal schreiben, wie euch das alte Mäuseroulette gefällt, wie euch das neue Mäuseroulette gefällt. Bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl.